Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Ausgabe. Es ist wieder soweit. Cops vs. Racer Most Wanted im Quadrat steht an. Das heißt, zwei Racer werden gejagt. Und wie ihr seht, seht ihr einen Cop-Car bei mir aus meiner Sicht. Und auch bei Andys Sicht zum Beispiel seht ihr ein Cop-Fahrzeug. Denn wir werden heute mal nicht in die Rolle der einen beiden Racer schlüpfen, sondern wir sind jetzt mal im Cop-Team, denn wir haben uns die Aufgabe gesetzt, gemeinsam mit unseren Cop-Kollegen die beiden Racer in der Zeit mal auszuschalten. Das hat ja in der Vergangenheit nie so richtig geklappt, beziehungsweise kurz vor Schluss. Mal gucken, ob wir es diesmal schaffen, ob wir wirklich die besseren Cops sind. Ja, einfach mal so kackendreist das einfach mal behaupten oder ob wir damit richtig auf die Schnauze fliegen. Ansonsten können wir die Schuld immerhin noch auf unsere anderen 8 Cop-Kollegen schieben. Ist ja, finde ich auch völlig legitim. Oder Andi, machen wir das so? Machen wir sowieso immer. Ja, eben, sowieso. Also, das ist eh gescriptet. Wir sind nie schuld und. Ja. Ja, mit dabei heute haben wir, wie ihr schon gehört habt, Andy Face ist noch mit dabei, FBI Flügel Crimes, der auch aufnimmt, seines Sichts, sofern sie funktioniert hat, das weiß man als manchmal nicht so, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ist dann ebenfalls auch in der Videobeschreibung verlinkt, Higi am Start, Mr. Elvinko, Murmel, Saux, Benny, Raziel und Scarface. Grüßt euch! Hallo, ihr Lieben. Einem wunderschönen. Gut, da wir nicht so viel Zeit verlieren wollen, würde ich sagen, sage ich einfach mal Tschüss an die beiden Racer. Das ist einmal eben Flügels, der wie gesagt auch aufnimmt. Ich hoffe, seine Sicht funktioniert. Also streng dich an, dass seine Sicht funktioniert. Dann können wir nämlich auch mal gucken oder könnt ihr besser gucken, was der Racer so macht. Und Saux ist auch noch Racer. Ich move euch mal raus und ja, gebt einfach in, keine Ahnung, sobald ihr bereit seid, ein paar Sekunden, dann einfach das Startsignal. Ihr wisst Bescheid und dann laufen auch schon die 45 Minütchen. Hm? Wo ist er? Ah, ganz unten. Ja, wunderbar. Okay, dann müssen wir jetzt noch aufs Startsignal warten und dann darf unser Präsident, ja, den ich auch nicht diesmal bin, ja, auch Andy ist diesmal nicht Präsident. Wir haben uns jeglicher Verantwortung entzogen in der heutigen Folge. Ich finde es mega geil. Ja, ist diesmal Vince, der nämlich bei der letzten VIP-Ausgabe das echt sehr gut gemacht hat. Also nochmal lobende Worte von mir an dich. Hast du echt sehr gut gemacht als VIP-Fahrer und Präsident. Und jetzt hat er gesagt, jetzt mache ich nochmal den Präsidenten. Das kann ich bei Most Wanted doch im Quadrat auch easy. Da geht's los. 45 Minuten laufen. Vince. Jo, also wir haben einmal einen grauen BMW M5 M-Power und einen grünen, was ist das, Lotus S-Pro V8. Okay. Wir sind jetzt an der Verbindungsstraße Flughafen gestartet, an der Überführung. Wir haben einen, der BMW fährt Richtung Norden an der Autobahn und der Lotus ist jetzt Flughafenstraße unten abgebogen. Und wann darf ich losfahren? Ich muss stoppen. Jetzt. Okay. Sind schon 30 Sekunden. Genau. Du hast in 30 Sekunden geschafft, alles zu beschreiben. Ist ja mega geil. So, ich bleib einfach stehen. Genau. Also, so gesehen, Andi, du kannst gleich mal Richtung Autobahn oberster Kreisel durchbrettern. War genauso der Plan. Wie Manu, glaube ich, war an der Teststrecke. Und den ich auch nochmal am Strand hatte, der darf auch mit hochbrettern. Und genau, der M4 bleibt auf der Autobahn im 4, oder der Rest bleiben erstmal auf der Route am Fahren weiter. Wir dürfen jetzt schon los, wa? Ja. Ja, okay. Wir dürfen seit Sekunde 0 schon, aber meistens macht das nicht so viel Sinn, weil. Also ja, der Lotus war das, was ich selber nicht kurz gekannt hatte. Ich habe es kurz ablesen können. Der ist ziemlich so wie so ein Lamborghini Countach, kann man den beschreiben, ähnlich. Dann ja, ist es ein Esprit. Das ist der Esprit V8. Genau, der. Ja. Der ist geil. Sagst du, ja? Finde ich schon, dass er cool ist. Für seine Zeit. Hat der schon ein Video? Sonst kannst du es ja gar nicht wissen. Denk dran, der ist ein Mittelmotor. Nicht in Horizon 4. Also da müssen wir ein bisschen gegen Baum pflanzen. Oh ja, oder halt hinten rein, wie so ein Olli Camelli. So. Wer war jetzt eigentlich nochmal zuständig für die Kaffee und Donuts holen für die ganze Truppe? Ich, weil, Benny. Muss ja das gerne gewesen sein, nur die haben den Kofferraum dazu. Die hat genug Ladefläche für selber. Ja, wir haben uns, also Andi und ich haben uns ja angeboten, das zu machen, aber dann hieß es, nee, ihr dürft hier nicht an der Arbeit teilnehmen, bla. Ja? Wir dürfen nicht mal Schafkopf spielen. Ich hab Hühnchen überfahren. Ich find's echt hier wieder unerhört, ey. Dürfen nicht mal faulenzen. So, ich bleibe jetzt einfach mal in Broadway und warte mal, ob da was kommt oder nicht. Der Cayenne hat einfach mal ganz, jetzt schon stolze 20% Reifenschaden. Nur 20? Ich hab 30. Ach stimmt, da war ja was. Ich stehe am nördlichen Autobahnkreis, sobald der M4 hochkommt, drehe ich da weg.
Mhm, jo. So, ja, hat einer aktuell irgendeine Sichtkontakt oder Verfolgung? Nö. Okay. Noch nicht. Wie ist denn der Plan? Wollen wir auf einen gehen, genau, oder wollen wir... Ich würde sagen auch erstmal auf einen, weil dass wir den einen konzentrieren, also sicher, wenn wir den haben, dann können wir den anderen. Eingehen und ich würde definitiv, wenn wir die Chance haben, als erstes den BMW rausnehmen. Gucken wir mal zuerst hinten. Ja. Je nach der, genau. Ja. Okay. Warte, gucken. Derweil genießen wir die Landschaft ein bisschen. Ich schon ein bisschen mein Renderprogramm. Sollen wir so ein bisschen am Stausee bleiben oder sollen wir uns ja, mal... Ja, ihr könnt darum auch ein bisschen so, frei fahren. Ich fahr jetzt auch mal ein bisschen. Das war, fahren wir mal ein bisschen weiter hier Richtung Windpark. Also Michael, ich sag mal so, ich glaube, da können wir jetzt alles freilassen. Los. Fährt gerade zum Festival hoch einer von Ambleside? Ich fahr da jetzt hin, ja. Also nicht von Ambleside, sondern von Broadway fahr ich jetzt Richtung Festival. Ja, ja, von Ambleside ist gerade einer Richtung Festival hochgefahren. Was? Und da sagt ihr mir nicht Bescheid. Ja, okay, da meint ihr echt, da hinten könnte schon sein. Welcher Lümmel von euch war das gerade? Am Aussichtspunkt? Servus. Ich hab mich jetzt an den Obststand gestellt. Ich fahr auf dem Aussichtspunkt vorbei, auf einmal höre ich die Sirene. Da steht der Vierte am Obststand, Alter. Don't. Ich hab keine Donuts gefunden. Also auf der Autobahn M4 lässt sich gerade echt Zeit. Ich fahre jetzt schon mal weg, weil... Ja, ist okay. Oh, das war er! Fuck, ja, du hast recht gehabt. Das war der M4. Der ist jetzt gerade Festival runter bei White Horse. Ja. Alter, ich hab das voll verschlafen. Ich hab das voll ignoriert. Und dann sehe ich gerade, dass er einen Passant mitnimmt. Und ich so, oh! Warte, M5 das könnte oder M4? Sein. Beim White Horse, Batwood. Oder M5? Weiter? Achso, nee, das könnte auch ein M4. M5 ist das. Achso, fuck. Ja, doch ein graues Fahrzeug. Ja, ja. Ne, hast du gesagt. Ja, Gott, das wird er aber sein, denke ich, oder? Ja, ja. Der fährt jetzt auch. Broadway rein. Ich hoffe, das okay. Ist er jetzt nicht, dass es jetzt doch ein M4 ist. Sperre, ne? Wartet mal kurz, ich check mal, ob er das wirklich ist. Ich komme schon mal runter. Der Autobahn ist hier runter. Ja, das ist M5 mit dem Forza-Flügel. Genau, wo ist er? Wo ist er? Er fährt jetzt gerade Broadway Richtung Autobahn quasi. Also diese Landstraße ist jetzt gleich bei der Brücke direkt. Okay. Das heißt, wir machen beim Kreisen machen wir Stopp. Beim Kreisen machen wir. Soll ich die Autobahn runterfahren? Ja. Ja, dann komm ich jetzt auch wieder Richtung. Also für alle, wir verfolgen übrigens definitiv auf dem BMW. Wir müssen halt schauen, dass wir nicht auf der Autobahn das runter erwischen. Haben wir noch einen irgendwo bei der Windparkstraße bzw. Offroad oben? So, ja, er ist jetzt... Ich kann nicht mehr zufahren, oder? Fährt jetzt den Linksknick und ist jetzt quasi direkt vor dem Hinter der Kurve, so. Komm, Benni, komm. Irgendeiner muss ich noch zustellen. Ja. Bist du? Zack, schnell. Da ist er. Wow, da sehr schön. Wow, aber mich nicht, mich doch nicht! Der ist zurückgerollt. Super. Wieso war jetzt klar, dass ich erwischt werde bei dieser Reihenstraßensperre? Fährt der Autobahn? Er fährt auf die Autobahn. Ja, okay, linke Seite, also mit Fahrtrichtung. Boah. Es hat gar nicht so weh getan. Er ist jetzt schon mal nördlich von der Autobahn. Wen hat er erwischt? Mich hat er auch erwischt. Er ist erster Tunnel noch, linke Seite. Wer war jetzt nochmal nördlich von der Autobahn? Da ist er, ich bin aber schneller wie er, haha. Ja, triffst ihn aber nicht, haha. Auf welcher Spur fährt er? Von mir Fahrtrichtung jetzt zweiter Tunnel, gleich am Ausgang. Okay. Immer noch in richtiger Richtung. Also ich attackiere nicht, ich bleib immer mal hinten dran. Ich bring den Königseck mit. Ich werde mich mal... ist jetzt Tunnel raus. Ausfahrt. Ist immer noch Autobahn. Da Flughafen, ist... Flughafen, Autobahn, werde ich dich mal rausstellen, ja? Vorsicht. Oh. Da ist ein Scheiß. Er hat die Autobahn gefressen, also Topspeed ist nicht da bei ihm. Er ist immer noch Autobahn, Fahrtrichtung. Norden. Richtung Norden ist jetzt gleich bei der mittleren Abfahrt auf der Höhe. Wird da wahrscheinlich, ja. Habe ihn getroffen. Ja, hast ihn getroffen. Sah bei mir nicht so rechts? Aus. Bin durch ihn durchgefahren. Im Wald, da ist er. Ja. Na komm, dann setzen wir jetzt fest. Auf welcher Höhe seid ihr? Auf welcher Höhe seid ihr? Jetzt bei der Ausfahrt, bei der mittleren Ausfahrt. Okay. Ups, sorry. Aber noch auf der Autobahn, also quasi gerade auf der Ausfahrt sind wir. Okay, yes. Du, bewegst dich nicht. Fährt jetzt quasi, na gut. Wir sind da einfach noch bei der Einfahrt, wie auch immer. Musst du mich reparieren, ich komme aber wieder. Also bei Verbindungsstraße oder beim Kreisel da? Versuch den mal irgendwo dagegen zu... Der hat halt Allrad, ne, nicht vergessen. Mit dem, Das war aber ein saftiger Frontaltreffer, also der hat einiges gesessen. Ja, der hat auch die Straßensperre gut schon gekriegt, der hat schon nicht mehr. Vorhin. Perfekt! Jetzt stehen bleiben. Sie sind verhaftet!
Und der erste ist weg. Das war's. Habt ihr? Ja. So, ich gehe mal kurz runter. Ich weiß nämlich nicht, wer das ist. Wer von euch war jetzt der M5? Ich. Okay, ich zieh dich mal hoch, ne? Ja. Viel Saug, du kannst dich jetzt zweimal reparieren. Alles klar, cool. Missionen von vorhin und so gut es geht jetzt wieder. Flügels haben wir, wir haben eine neue Sondereinheit. Jawohl. Lamborghini. Wir haben den Lambo, wir haben den Lambo. Warte. Lotus Autobahn, mittlerer Kreise. Wir fahren zur Villa, ja. Geil, da bin ich gerade. Von Norden Richtung Mitte. Von Norden Richtung Mitte. Ja, okay, wir kommen an welche Spur, ich bin nämlich der Fahrer. Kam mir entgegen, der kam mir auf. Fährt er weiter Richtung Süden, oder was? Also fährt er Richtung Süden, Autobahn Süden. Weiß ich nicht, ob er weitergefahren ist. Nee, er fährt wieder Richtung Norden. Aber Autobahn. Ja. Okay. Micha, wir schauen aus Straßensperre raus, können wir am nördlichen Kreisel... 2 Minuten sind rum, also wir hätten wieder Zeit. Vor dem nördlichen Kreisel, aber links, ne? Ja, genau. Der Kreisel, wenn er gerade am mittleren war, ich weiß nicht, ob das reicht, wo der Porsche. Also er fährt in Fahrtrichtung. Mach einfach. In Fahrtrichtung, wir sind aber wieder Richtung Norden unterwegs. Ja. Er kam halt zweimal entgegen, das hat Speed gepostet. Ich würde es ungern machen, da oben in Porten. Ja, jetzt haben wir jetzt nicht diskutiert, das kannst du. Wenn, dann macht es kurz vor Highlands oder sowas. Links gefahren sein. Nee, jetzt brauchen wir es nicht, weil wir jetzt nicht direkt dran sind. Alles ja, eben, also du musst schon bedenken, wir brauchen echt. Wir haben zu viel diskutiert, jetzt ist das Bullshit. Weil Ladezeit etc. Das macht auf so einem kurzen Stück keinen Sinn, dahin zu porten. Du kannst dich nicht positionieren, bevor der. Ist jemand dran? Das ist die wichtigere Frage jetzt. Ja, Andi, es müsste dran sein. Nein. Nee, ich habe zweimal gesagt, dass ich nicht mehr dran bin. Okay, eine Frage. An der Teststrecke, also Manu war das, ne? Dann brauchen wir aber einen in den Highlands und ich bin nämlich jetzt gerade beim Güterbahnhof Strecke. Ja, Güte. Benni, wenn sich einer an die Ausfahrt der Känguru, oder war das die Kängurustraße? Genau, an der Ausfahrt der Kängurustraße stellt, wenn man aus der Driftzone rausfährt unter der Brücke durch. Dass er da nicht rumfährt. Zuerst ist das meins. Also ich ziehe jetzt einfach einmal quasi Seestraße durch und fahre dann wieder zurück zum Festival, zu meinem ursprünglichen Ausgangspunkt, falls er bis dahin nicht entdeckt wurde. Dann können wir uns immerhin sicher mal sein, dass er die schnelle Route darunter jetzt gefahren oder nicht gefahren ist. Wie auch immer. Okay, mach mal kurz eine Patrouille auf der Driftclubstraße. Du darfst du darfst mal hier so gesehen eigentlich auf der Autobahn mit patrouillieren. Okay. Der M4 normalerweise auf der Autobahn, dann wäre ziehe ich ab und der darf die rechte Seestraße fahren. Also der könnte halt wirklich, wenn er nach Norden gefahren ist, ja gut, gibt es viele Möglichkeiten, wo er hin ist. Er könnte nach rechts gefahren sein, weil er kann ja das kurze Stück auf die Kängurustraße nehmen, also über die Driftstrecke da, oder ist halt links gefahren und dann daraus hätte er natürlich dann überall hin können. Highlands... Sonst war abbiegen, also. Ich glaube nicht, dass er nach rechts gefahren ist. Ich meine nämlich, dass noch in seinem Kopf drin war, so krass nicht nach Edinburgh und nach rechts ist irgendwas Edinburgh. Ist vor deswegen glaube ich nicht, dass er da lang gefahren ist. Doch, aber machst einen auf Psychologie und so, ich verstehe. Das studiere ich. Wer du studierst Psychologie, weißt du? Ja, so ein bisschen. Weißt Bescheid. Alles klar, dann ja, also jetzt hier Seestraße ist er wahrscheinlich nicht lang geballert, deswegen vielleicht ist er dann doch tatsächlich Highlands oder so. Ja, Highlands bin ich, aber viel zu spät. Ich kann euch sagen, Heißluftballons am Festival, ey, yo, geht ab. Alter, so nah hab ich ihn noch nie gesehen hier, ey, was für eine Party. Die KN mittlerweile wieder zurück beim Stausee. Jetzt gerade auf der Verbindungsstraße vom See aus Richtung Stausee. Okay, wunderbar. Ja, dann lass wieder alle mal hier auf die DGLM-Position wieder zurück. Hier ist er! Stausee? Verbindungsstraße zum Sehen. Lebt schon okay. Okay, er fährt wieder zurück Richtung Stausee. Verbindungsstraße. Okay, ja, alles klar, dann alle dahin. Oh, zieht das Ding weg. Wichtig ist dranbleiben. Ja, mit dem Cayenne. Von wo kommt der Verbindungsstraße? Vom See? Vom See aus. Okay. Vom See aus Richtung Stausee. Verbindungsstraße. Warum habe ich den ja voll überholt, ey? Ich will jetzt einfach vorbei. Ja, Mann. Ich sehe immer noch geradeaus. So voll schlecht, Racer, ist mir schon aufgefallen. Ich komme von in vorne. In den Kommentaren lese ich dann immer, wo die waren. Hab ihn, frontal. Alter. Och, das war's, der frontal. Wo ist er genau ist dann auf der Straße? Noch vor der Kreuzung. Vor der Kreuzung über dem Stausee. An der Verbindungsstraße. Fährt wieder zurück Richtung See. Fährt wieder Richtung See. Auf Verbindungsstraße. Ja, sag mal kurz, er soll warten. Die Zuschauer wollen das aussehen hier, von meiner Sicht. Von meiner Sicht.
Ich habe, da kommt er. Gut. Ja, er ist. Oh, Achtung, Achtung! 60 Stunden. Ja. Er hat 6 entgegengetrifft. Alter, ja, ich hab auch. Oh, Micha, komm. Ich hab gerade Angst vor den Cayennes. Hilfe. Ja, welche Verbindung? Achso, die. Wir sind jetzt bei der See. Verbindungsstraße. Verbindungsstraße Richtung See gerade. Er ist gleich an der Kreuzung See. Ja. Alter, Mann, da komm ich her. Ich war ja voll in Scheiß. Ja, okay, alles klar. Müsste die jetzt an der Kreuzung sein? Ja, ist ja. Schau das mal, wo er dann hinfährt, bitte. Fährt Richtung Festival. Ich glaub Süden. Ja, Süden. Halt! Okay. Ach, Mann, wer war ich gerade? Ich bin wieder einfach zu schnell gewesen. Weil ich bin erst jetzt hier. Wenn sich ein M4 ja parieren muss, dann können sich ein Ambleside porten. Ja, eben. Geht mal ein paar M4s, die eh nicht da sind, nach Ambleside. Ja, und fahren einfach entgegen, ey. Das ist voll die Todestaktik. Kamikaze her. Micha, kannst du überholen? Ihr müsst früh genug sagen, ob ihr Team oder weiter. Der war bei mir durchlässig. Wieso war der bei mir durchlässig? Oh, ich bin auch eben durch einen durchgebrettert. Fährt weiter Richtung Festival. Fährt zum Festival. Was ist das? Alter, seid ihr schon so weit, ey. Das gibt's ja nicht. Fährt zum Festival hoch? Bin ich ja voraus. Er fährt mir ja eigentlich hinterher, so gesehen. Das freut dich. Genau, er fährt jetzt den Berg hoch, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Ja, wir sind gleich beim Festival. Wir fahren jetzt den Linksknick und fahren. Ab jetzt ist es quasi nur noch geradeaus zum Festival rein. Alles klar. Wenn ihr vor ihm das zumachen könnt, dann. Also, sein Handling ist tot. Ich bleib einfach mal dran, weil der fällt gerade links und rechts neben der Strecke. Ja, wenn er Frontaltreffer vorne bekommen hat, hat er zwar keinen Motorschaden, aber dürfte die Lenkung und alles so ziemlich. So, er hat nur zwei Karrieren destroyed vorne sein. Also, ich habe ihm auch vorne nochmal einen reingegeben. Wo seid ihr gerade? Er hat natürlich zweimal noch die Möglichkeit, sich zu reparieren. Das könnte er natürlich nutzen. Wir stehen hier, ne? Wir sechs rum. Wo ist er? Ich glaube, er ist rein. Glaub, oh, Andi ist raus. Ja, ich glaube, er hat sich repariert. Da, er hat sich. Ja, da ist er wieder draußen. Voll am Festival. Direkt am Festivalausgang. Okay. Hat direkt einen Frontaltreffer um Cayenne gekriegt von mir. Also, du bist doch brutal. Der hat sich doch. Der da frisch sich erst repariert. Nein, nein, nein. Cayenne, komm, warte, komm. Hinten dran. Ich komm, wartet auf mich. Wo ist der? Beim Festival direkt. Ja, so. Voll. Nein. Erst wenn ich da bin. Er sitzt! Ich seh ihn nicht! Er sitzt! Wo ist er? Ich seh ihn nicht! Wo ist er? Der war bei mir gar nicht angezeigt! Und vor der Folge noch, ja, aber beide kriegen wir eh nie. Kommt schon selten vor, dass wir einen kriegen. Leute, geht mal hier weg, hier ist Cluster-Ding am. So, beide! Ja, in Ordnung, meine Güte. Also, Viertelstunde. Ich möchte jetzt nochmal eins hier klarstellen, aber ich habe am Anfang in der Folge ja gesagt, weil Andi und ich machen jetzt mal die Cops, um einfach mal zu zeigen, wie krass wir das können. Ich würde sagen, Andi und ich haben das super gut gemacht. Andi, Kompliment von meiner Seite für deine Leistung. Kann ich nur zurückgeben. Ja, danke schön. Der Rest der Cops war auch ganz okay, habt ihr auch ganz in Ordnung gemacht hier an der Stelle. Nein, Spaß. Mega gut. Ihr wart auch scheiße. Er war auch scheiße. Ja, mega geil. Kürzeste Most Wanted in Squadrat-Folge ever. Das soll's gewesen sein. Macht's gut. Komm, wir machen nochmal eine kurze Folge, würde ich sagen. Nochmal eine halbe Stunde statt eine Dreiviertelstunde ohne Reparatur. Ich glaube, das macht ja auch schon Sinn. Und dann würde ich sagen, Andi, wenn wir schon so große Töne spucken, machen wir zwei jetzt nochmal Racer, oder? Dann machen wir nochmal 10 Minuten. Machen wir auch nochmal 15 Minuten Race. Okay, kriegen wir hin. Ja, okay, alles klar. Dann kurzer Cut und bis gleich. So, die Seiten sind getauscht und nein, ihr habt keinen Knick in der Optik. Wir haben zufällig dasselbe Fahrzeug gewählt. Mann, Andi, was ist los mit uns, ey? Heute läuft ja richtig. Ja, wir ticken sehr ähnlich. Ja, wir haben beide den Italia gewählt in einer ganz besonderen Edition, nämlich in der Italia Four-Wheel Drive Edition, ja, weil Allrad halt einfach vielleicht mächtig ist. Und wir haben so ein ganz schönes Blau gewählt. Gibt es tatsächlich in der Standardfarbpalette bei Ferrari. Wir wollten mal nicht das typische Ferrari Rot oder Gelb nehmen. Und ich muss sagen, das Blau finde ich mega geil. Also ihr werdet es gleich in der Folge nochmal sehen. Das kommt gerade in der Frühlingsjahreszeit, wo wir gerade aufnehmen, mega fetzig rüber. Und egal. Aber ich würde sagen, wir wollen nicht so lange warten. Der Präsident da drüben wartet schon. Und deswegen würde ich sagen, 3, 2, ich muss einen Timer starten. 3, 2, 1. Oh, wieso klappt denn das nicht? Moment. Technische Schwierigkeiten. Und los! Okay. Oh je. Ja, das wird lustig. Mal gucken, ob wir die ein bisschen verwirren können mit beiden im gleichen Fahrzeug.
So, ich fahre jetzt dann da vorne links. Mein Getriebe ist viel zu lang. Oh, ich habe ein Renngetriebe eingebaut. Ich habe es aber nicht überprüft, ehrlich gesagt. Ja, eingebaut habe ich das auch. Das ist trotzdem viel zu lang. Ja, kurz zu den Regeln. Wir haben jetzt dürfen uns nicht reparieren, weil wir jetzt ja gekürzte Version spielen mit 30 Sekunden. Sekunden, genau. Minuten. Also wieder vorbei, ja. Das war's, wir haben es überlebt. 30 Minuten. Außer natürlich, wenn jetzt einer von uns beiden geschnappt wird, dann, da muss ich den Aventador erstmal noch umbauen. Ja, dann am besten lässt du dich halt nicht schnappen. Wir lassen uns beide einfach nicht schnappen, oder? Das ist eine Taktik. Hat die schon mal einer probiert? Ja, eben. Lass uns aber beide nicht schnappen, ey. Was soll denn der Geiz? Ich versuche mich jetzt einfach mal zu konzentrieren. Nein, Ray. Nein, du gehst nicht auf die Telemetrie. Scheiß auf die Telemetrie und... Ah, das gibt's nicht. Ja, so wegen konzentrieren. Ich bin schon erwischt worden. Nein, ich gehe nicht auf die Telemetrie. Verbindungsstraße. Quasi auf die Autobahnzufahrt, auf die mittlere. Der hat mich vorne voll erwischt, der M4, der Arsch. Uff. Ah, fuck it, Alter. Das wird jetzt natürlich kritisch. Aber gut, der Motor ist zum Glück ja hinten. Ah, ich sehe dich. Ich bin genau hinter dir. Oh, hi. Formationsflug! Naja, das hat es natürlich richtig gekostet. Fuck, Alter. Fahr geradeaus weiter. Fahr geradeaus weiter. Ja, mach ich. Der ist halt gerade so über die Kuppe gekommen. Aber ich denke mal, der wird komplett zerstört sein, der M4. Kann sein. Fahr jetzt mal dahin, wo du vermeintlich dann geschnappt wurdest. In die Richtung. Ja, da bin ich schon geschnappt worden. Also da genau da, wo du jetzt abgebogen bist. Hm. Direkt, da war schon die Stelle. Weil die werden auch mit den Reparaturen null durchblicken können. Jo, da kommt einer. Oh, die beiden Kajans. Ja, nicht so geil. Ja, ich denke, Speed dürfte ich noch haben. Ich versuche jetzt wahrscheinlich direkt mal so Richtung Highlands zu pirschen. Allrad sei Dank, ich konnte einen Schotterweg nehmen. Ja, es gibt übrigens eine neue Regelung, das wissen die Zuschauer noch gar nicht. Die M4s dürfen nicht den Schotterweg befahren. Wir haben jetzt einfach mal, das ist einfach nur ein Test für eine spätere Most Wanted-Version. Auch wenn das jetzt, glaube ich, bis jetzt noch nicht so wirklich zum Einsatz kam, aber vielleicht kommt es noch zum Einsatz. Die M4s dürfen nicht den Schotterweg nutzen. Weder wenn sie uns verfolgen, noch sonst wann. Nur der R6, der darf ihn immer nutzen. Und Cayenne darf sowieso alles. Sowieso die Bitch, die alles darf. Ja. Also ich hatte einen R6 und zwei Kajans. Oh, scheiße. Ja, konzentrier dich lieber. Das hatte damit nichts zu tun, ich bin gerade abgeflogen. Okay, ja, konzentrier dich lieber. Nein, ich gehe nicht auf die Telemetrie. Nein, Ray, nein, nein. Treffer versenkt. Es verlangt mich zwar extrem da drauf, jetzt zu gucken, wie viel Schaden ich tatsächlich habe, aber... Bis jetzt... da ist einer leider rausgeflogen. Schade. Ganz leider schade. Hm. Ja, 40 Lenkung, sonst nix. Nee, ich schau nicht. Nein, nein, nein. Ich guck nachher noch. Ich kriege ja jetzt eh keinen Treffer mehr ab, habe ich gehört. Ja, ich hab die jetzt mal so ein bisschen... Ja. So, ich zieh jetzt aber Highlands durch. Und ich versuche mal wieder die Horizon 3 Taktik zu nutzen, sofern ich das hinkriege. Einfach immer volle Lotze Rotze wie fahren. Wie godlike ist das denn? Was hast du gemacht? Ich bin über den Bahnübergang gefahren, hinter mir kam der Zug. Ne, ja, aber der ist leider nicht synchronisiert. Das heißt, bei manchen kommt aber manche... Doch, der ist synchron. Sicher? Also ich meine bei schon. Der letzten VIP oder vorletzten VIP, ich weiß gar nicht mehr, welche das war, hat einer gesagt, da kommt der Zug und bei mir war gar kein Zug. Vielleicht war ich aber einfach auch nur dumm und habe ihn nicht gesehen. Kann man schon mal übersehen, so ein Zug. Eben, ja. Hat auch viel mit Intelligenz, Konzienz zu tun. Ob du so einen Zug siehst oder nicht. Das war gerade auch purer Skill von mir, ne? Also ja, klar, logisch. Ja, hast du getimed. Hast extra die Zugfahrdaten im Kopf ausgecheckt und dann gewusst, jetzt muss ich zu der Zeit und der Stelle genau da sein. Weil jetzt ist gerade Harry Potter mit Ron und Hermine im Zug mit dem im Alpenexpress. Absolut. Warum auch immer. Ich als absoluter Harry Potter-Fan bin da sowieso ganz vorne dabei. Ja, weiß ich doch.
Ja, okay, mein Viertergang ist auch ein bisschen zu lang besetzt, merke ich gerade. Wie viele Gänge hatten der? 6. Okay, ja gut, okay. Logisch, durch Allradumbau haben wir sowieso nur 6 Gänge. Normalerweise wahrscheinlich 7 oder so. Also Strandhütte 3. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, Highlands ist nix. Der Strandhütte sind 3. Ich glaube auch, dass sie so ein bisschen sich mich getroffen haben, gedacht haben, okay, da müssen wir uns sortieren und dann haben sie dich entdeckt und denken, du bist ich. Ja, wollen wir uns mal entgegenfahren? Boah, wo bist denn du gerade? Gut, er hat richtige Richtung. Richtige Richtung, ja. Richtung Autobahn gerade zum Kreisel. Goliath. Also gleich beim Autobahnkreisel. Richtige Richtung. Ja. Ja, aber ich bin doch Highlands gewesen. Das heißt, ich muss ja, wo will ich dir entgegenfahren? Ich bin ja komplett dann woanders. Ich. Also wenn, dann muss entweder du umkehren und Goliath zurückfahren, oder? Highlands zurückfahren. Aber Platz. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich bin ja durch die Straßensperre durchgefahren einfach. Also ich fahr jetzt nochmal. Mega die Suppe hier. Ich fahr jetzt nochmal Highlands zurück. Wollte ich zwar eigentlich nicht, aber jetzt hast du mich irgendwie dazu verleitet. Und da jetzt eh gerade kein Kopf war. Ja. Ja, bei mir war eine Straßensperre. Ich bin frontal einfach durchgeschossen in der Hoffnung, dass die Cayennes sich vielleicht ein bisschen streuen und ein paar, die hinter mir waren, wegschießen. Ob das geklappt hat, weiß ich jetzt nicht. Spider-Man, Spider-Man, meine Windschutzscheibe mag Spider-Man. Wollte ich nochmal loswerden. Weiß nicht, wie ich drauf komme. Wo kommt der jetzt her? Muss mal zum Festival. Hä? Ja, tut mir leid, ich muss mich reparieren. Darfst du doch gar nicht. Wie darf ich nicht? Haben wir doch gerade gesagt, weil wir verkürzt sind mit 30 Minuten, dürfen wir uns nicht reparieren. Ja, nur okay, wenn einer von uns geschnappt wird. Ja, sonst hätte ich mich ja auch schon längst repariert. Ach so, ja, okay. Warte. Oh, ich Idiot. Weißt du, jetzt habe ich mich auf so eine schöne Ferrari-Fahrt gefreut und es prompt hat so ein keck bayerischer Wagen mir die Lenkung zerschossen. Ich glaube, ich habe einen Plan. Vielleicht klappt es ja diesmal. Ich fahre, ja, ne? Was ich mir schon mal überlegt habe, beim Festival gibt es auch so kleinere Wege, wenn du die ganze Zeit fährst, weil da guckt doch niemand, oder? Nö. Aber das mache ich jetzt nicht, weil es ja für die Zuschauer nicht so wirklich interessant. Komm mal mit RS6. Wir gehen shoppen. Im Steinbruch. Nee. Ah, meinst du nicht, dass du das Auto kaputt fährst? Ich weiß es nicht. Kann sein. Guten Tag. Hallo. Schieben! Ja, schieben! Okay, schieben. Da ist ein M4. Da sind die Cayennes. Ja, die sind alle bei dir in der Nähe. Ja, ja. Weil bei mir ist... Also Steinbruch ist Nebel. Halt nix. Bei dir auch gerade Nebel oder nur hier im Norden? Auch gerade, ja. Okay. Steinbruch wird nix. Das ist schade. Weil sie dich nicht verfolgen, oder was? Nee, die jagen mich gerade Goliath andere Richtungen. Da komme ich nicht hin. Wobei, doch, wenn ich aus dem Kreisel links abbiege. Soll ich mal versuchen, dir hinzukommen, um sie zusätzlich zu verwirren? Ja, wo bist denn du? Ich fahre jetzt. Wo bin ich? Ich fahre jetzt auf PXH-Teststrecke rückwärts. Okay, dann versuche ich das auch. Würde ich jetzt sagen. Ich habe ein leichtes Bremsproblem. Ach. Wenn ich auf die Bremse steige, kommt der Wagen quer. 45 Grad. Geil, das richtige Drift Edition, ey. Ist schlecht. Aber die Richtung ist willkürlich. Mal links, mal rechts. Ja, das ist doch vielleicht auch für die Cops eine willkürliche Geschichte. So, ich bin beim Möchtegern Stonehenge.
Boah, das ist ja ganz woanders, okay. Ja, nee, ich versuche in die Richtung zu kommen einfach. Ja, ich fahre jetzt quasi Richtung Stauseestrecke in die Richtung. Und dann vergehe ich auf die Verbindungsstraße. Und dann darüber auf den Windpark oder sowas. Und dann können wir uns ja da im Windpark irgendwie vielleicht treffen. Hm. Für ein Kaffeekränzchen. Bei schönem britischen Nebelwetter. Aber immerhin sieht der Nebel hier auch nach Nebel aus. Ich erinnere nur mal an Horizon 3, da sah das eigentlich wie ein Grafikfehler aus, wenn es Nebel hatte. Ich weiß noch, das war irgendwie eine der ersten Let's Play-Folgen in Horizon 3. Da habe ich noch ernsthaft noch so gefragt in der Folge, Leute, wisst ihr, was das ist? Ist es ein Grafikfehler oder soll das Nebel sein? In beiden Fällen scheiße. Ah, Straßensperre von den Kajans, grüß Gott. Alles klar, wo bist du jetzt ungefähr? Ich bin jetzt auf dem Weg zum Stausee. Ach so, ja, da bin ich schon. Soll ich jetzt hier warten oder was? Dann fahre ich wieder zurück. Ich bin jetzt hier Verbindungsstraßenkreuzung da, diese Viererkreuzung. Das Problem ist, wenn die dich alle verfolgen, habe ich ein bisschen Schiss, dir entgegenzufahren, weil das könnte ja auch mich frontal treffen. Wobei ich glaube, vorne bin ich eh schon komplett broke. Dem her ist es wahrscheinlich egal. Okay, also ich bin jetzt gleich Stausee. Also der Stausee, Staudamm, so rum. Ich habe mal eine Barrel Roll für die Fans gemacht. Geil. Ich bin jetzt bei der Brücke. Ja, okay, bin ich jetzt wie bei dem Linksknick, bin ich jetzt... Guten Tag. Wo bist du? Ich sehe dich. Ah ja. Hallo. Ich fahre den einen entgegen, ich sehe. Ah, der eine hat mich jetzt gemerkt. Die Kajens hat es nicht gemerkt. Alter, da kommen sie alle. Zum Glück sind da Passanten. Okay, ja. Kannst. Mama, ich versuche mal auf die andere Seite des Stausees zu kommen. Schaffst du es vorne abzubiegen Richtung Seestraße? Oh, eventuell. Weil, weißt du, wenn du da vorne nach links sehe, dann fahre ich jetzt nämlich auch über die andere Stausee, über die Stausee-Seestraße, ich glaube, so haben wir sie genannt, auch zum See und dann können wir da quasi uns nochmal treffen. Weißt du, was ich meine? Jo, machen wir. Aber du hast schon einen kleinen Vorsprung gehabt vor denen, muss ich sagen. Also es hat schon ein bisschen gedauert, bis sie dann hinter dir aufgetaucht sind. Ja, es sind jetzt trotzdem wieder 5 hinter mir. Ja, ja, es sind mega viele hinter dir. Weißt du, wie viele danach noch kamen? Nee, ich hab mich gezählt, tut mir leid. Gefasst fühlt alle kamen da noch. Okay, der R6 ist jetzt hier auf der Seite, der ist komplett verwirrt. Okay, also einer ist auch noch auf meiner Seite jetzt hier. Das Problem ist, das war eine scheiß Idee. Mein Handling funktioniert, gar nicht mehr und jetzt fahre ich hier so einen Handling-Kurs. Ah, okay, das ist doch scheiße. Ja gut, dann fahr halt, wenn du dann da angekommen bist, halt irgendwie... Ja, ich fahre nach links einfach weiter durchs Festival durch und dann gucken wir mal. Ja, okay, ich versuche da auch dann aufzuschließen. Also ich bin jetzt auf der Straße Richtung Festival, auf der Seestraße. Fuck, okay, dann kann ich eigentlich fast hier nicht weiterfahren. Dann kehre ich hier mal um und fahre auch ins Festival. Schieb mich in Schotter und ich verheiz dich. Gut so. Weiße Entscheidung. Normal. So, ich hoffe jetzt, dass der R6 hier nicht gleich kommt in die Ecke, der hinter mir war. Ich fahre mir mal wieder zurück. Ich muss. Wie, fahrst zurück? Ich müsste dir jetzt entgegenkommen gleich, wenn du auf der Straße bist. Auf der Seestraße? Auf der Seestraße. Ich fahre jetzt daran vorbei, wo du rauskommen solltest. Nee, ich bin umgekehrt, aber. Oh. Weil du ja gesagt hast, du fährst Richtung Festival. Ja, ich musste aber umdrehen. Ah, da fahren hier so viele anderen Spieler noch mit. Ja, ja, nee, okay. Dann. Oh, das ist ja R6. Einer davon. Okay. Das Coole ist, wir sind jetzt beide in dem gleichen Eck. Ich glaube, die wissen überhaupt gar nicht, was sie ansagen sollen. Ihr kriegt mich nicht lebend. Oder vielleicht schon, aber nicht kampflos. Also du kommst jetzt halt auf die linke Stauseestraße raus, ne? Bin ich da jetzt richtig? Ja, okay. Das ist nee, Moment, nicht linke Stauseestraße. Ich bin gleich bei Güterbahnhofstraße. Ach so, du bist rechts lang gefahren. Was willst du denn? Du willst eine Mauer, das sehe ich. Dann fahre ich jetzt, quasi Stauseestraße nach Norden hoch und Richtung... Ja, ich guck mal, ob ich auf die Autobahn komme vielleicht. Ja, okay, das versuche ich auch. Das könnte interessant werden. Dann fahre ich über die Verbindungsstraße, über die Verbindungsstraße auf die mittlere Auffahrt.
Ja. Wir haben im Übrigen jetzt 15 Minuten erreicht oder überschritten. Das heißt, wir sind jetzt schon mal länger am Start als die anderen. Ja, normalerweise kann man hier auch sehr lange überleben. Glaube, ich bin tot. Nein. Ich hab 100 alles. Nee, wie sind das geschafft? Bin gegen die Brücke gefahren. Oh nein, Andi. Ja, ich bin raus. Nein, Andi, was machst du? So, wen moven sie jetzt? Ja, muss ich selber moven wahrscheinlich. Ja, okay. Ja. Ich bin alleine. Andi hat mich im Stich gelassen. Okay, Andi ist raus, darf jetzt auf den Aventador wechseln. Ich habe jetzt aber dafür die Möglichkeit, mich zu reparieren, weil er raus ist. Und das werde ich jetzt auch tun. Ich versuche jetzt direkt mal das VIP-Haus zu erreichen. Jetzt ist natürlich... Ja, aber wie schlagartig bei mir der Puls steigt, wenn du weißt, fuck, jetzt bist du alleine. Jetzt hast du keinen Partner mehr, der so ein bisschen die Cops ablenkt. Sondern jetzt weißt du, jetzt sind alle von diesen ganzen verfluchten Blaulicht-Junkies hinter dir her. Und das ist natürlich alles andere als geil. Deswegen versuche ich jetzt einfach ganz, ganz schnell zum VIP-Haus zu kommen. Ja, geil, da ist der erste Cop, der mich schon wieder sieht. Scheiße. Genau das wollte ich jetzt eigentlich vermeiden, aber... Ja gut, vielleicht war es denkbar auch blöde. Gut, ich könnte jetzt auch versuchen umzukehren und ein Festival zu reparieren. Na, ist auch schwierig. Nee, ich versuch's jetzt hier einfach mal in der Hoffnung, dass die R6 jetzt hier nicht gerade sind. Bei Andi hat er ja gesagt, er wollte Goliath fahren. Nicht, dass er hier lang gefahren ist. Ich weiß nämlich nicht, wo lang genau gefahren ist. Egal, ich repariere mich jetzt hier einfach. In der Hoffnung, dass die Cops hier jetzt gerade nicht sind. Fuck. Nein, betreten. Ja, boah, fast verpasst. Oh, hier sieht's ja schön aus. Hier regnet's auch nicht. Ich bleib hier am Strand. Komm raus da. Schneller, ich hab Angst. Nicht, dass die jetzt hier gleich stehen. Sollen jetzt konzentriert bleiben. Ah, natürlich hab ich gleich schon wieder einen Arsch. Komm! Zieh, 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 den müssen wir abhängen. So. Jetzt muss ich überlegen, wie ich fahre. Okay, ich habe eine Idee. Aber ich glaube, die wird nicht gelingen. Nee, das fahre ich nicht. Okay, ich muss. Ich kann ihn zwar im Schotter direkt abhängen, aber der Schotterweg hier links ist ein bisschen doof. Ich habe eine Idee, aber ob das gelingt, weiß ich nicht. Er ist hinten dran, das ist gut. Und tschüss. So, ich hoffe, der erinnert sich an die Regel, dass er den Schotterweg nämlich nicht nutzen darf. So, pass mal auf. Ich versuche den zu verarschen, indem ich jetzt hier wieder umkehre. Und dann da vorne rausfahre. Alter, Nervenkitzel, ey. Mein Puls, ey, ich halte die auf. Mit meinen fast 13 Jahren, das ist aber zu viel Aufregung. So, jetzt bin ich wieder... Oh, komme ich hier überhaupt raus noch? Ohne auf den Schotter zu gehen? Fuck it. Weil sobald ich jetzt keine Verfolgung mehr habe und auf dem Asphalt bin, darf ich nicht mehr den Schotterweg nutzen. Ich weiß nicht, ob es hier eine Ausfahrt gibt. Gibt es da eine Ausfahrt? Nee, die gibt's nicht. Ich bin gefangen. Ich habe mich selbst gefangen. Okay, ich glaube... Verzeiht mir, aber ich glaube, ich muss die Regel kurz mal umschmeißen und ich muss kurz den Schotterweg nutzen, weil... dann nutze ich den da hinten aber mal schnell, weil... sonst muss ich jetzt die ganze Zeit hier rumfahren. Das macht nicht so wirklich Sinn. Also klar, wenn man die Regel jetzt eiskalt auslegt, ist es so, ne? Ich bei einer Verfolgung darf ich Schotterweg nutzen. Sobald die Verfolgung raus ist und ich wieder zurück auf den Asphalt fahre, muss ich auf dem Asphalt bleiben.
ist jetzt schwierig an der Situation. Deswegen nutze ich jetzt auch noch mal ganz kurz ausnahmsweise den Schotterweg und fahre jetzt einfach da vorne auf den Parkplatz. Und fahre dann hier zurück. Als ob der jetzt hier schon auf mich wartet. Ach Gott, ja, okay, egal. Ist egal, ich fahre jetzt hier einfach wieder zurück. In der Hoffnung, die sind nicht hier. Ach komm ey, ich muss jetzt einfach hier mich konzentrieren. Aber das ist ja genau da stand der irgendwie, ey. Alter, auf dem Parkplatz. So scheiße sowas. So, dann fahren wir nochmal die eigens genannte Känguru-Straße. Weil die haben wir so genannt, weil da so ein paar heftigere Sprünge drin sind. Und einfach als Hommage an Horizon 3 und Australien haben wir die Känguru-Straße genannt. Und die ziehen wir jetzt mal durch. Und dann fahren wir mal in ein Gebiet rein, wo eigentlich kaum jemand reinfährt, weil Edinburgh ist ja Gesperrtzone, aber diese Driftzone, die da vorne jetzt noch kommt, die darf man noch mitnehmen. Und das nutzen eigentlich relativ wenige Leute und da kann man eigentlich dann ganz gut schon mal die Seiten wechseln. Indem ich da jetzt einfach mal schnell durchpace, in der Hoffnung, da fährt jetzt keiner lang. Oh Gott, ich verbremse mich einfach komplett. Zum Glück ist hier keine Mauer. Leute, ey. Und das ist jetzt kein Witz oder so, ey. Mir geht echt die Pumpe, weil so der Nervenkitzel da ist. Ich will einfach nicht verkacken. Ich will einfach mal CVR wieder gewinnen als Racer, ey. Ich habe so oft jetzt verkackt die letzten CVR-Ausgaben als Racer. Und das wäre einfach mal wieder schön, es hinzubekommen. Gerade in Horizon 3 habe ich gefühlt eigentlich immer gewonnen als Racer. Das war ja schon fast langweilig als Racer. Da habe ich ja schon die Cops fast eingeladen. Gut, okay, das eine oder andere Mal habe ich mich kacke gebaut. Ah ja, da kommt schon wieder ein M4 von hinten. Das gibt's doch nicht! Als ob er das gerochen hat. Nee, diesmal nicht, mein Freund. Komm doch da um die Kurve. Der vierte Gang ist viel zu lange besetzt. Okay, ich habe einen Plan. Das könnte jetzt im Crash enden, aber ich muss ihn nutzen. Tschüss. Diese neue Regel gefällt mir, dass man die M4s einfach über den Schotterweg abhängen kann. Problem ist, sie wissen genau, wo ich rauskomme. Deswegen muss ich jetzt schnell sein. Ah, die Cayennes sind auch schon hinter mir, Alter. Wo kommen die her? Ja gut, die können halt eine Straßensperre überall hinsetzen, dementsprechend sich überall hinporten. Okay, jetzt darf ich natürlich nicht mehr die Schotterwegen großartig nutzen, weil gegen die Cayennes werde ich keine Chance haben. Was das betrifft.
Das Problem ist, dass Andi halt schon so lange als Aventador da unterwegs ist. Wenn ich gegen den antreten muss, wird's schwierig. Oh, ich bin auf der fucking Straße. Kacke, Alter. Okay, jetzt habe ich mich selber gerade auf die Straße wollte ich eigentlich gar nicht fahren. Ich bin, sagen wir mal, gefahren, da wo der Gefühl der Flow am besten lang ging. Fuck, Baum. Ach, Kacke. Ich glaube, da hätte ich jetzt lieber den Kollision mit dem M4 in Kauf genommen. Das war jetzt nicht so gut, egal. Ich glaube, der Schaden ganz am Anfang der Runde mit dem M4 war heftiger. Also aktuell, die paar wenigen Kurven macht es nicht so den Anschein, dass ich... Oh Gott. Ach komm, leck mich doch am Arsch. Fahren wir halt doch wieder Schotterweg. Ah, R6 ist auch hinten dran. Dammit. Okay, irgendwie, ich habe jetzt auf jeden Fall Schaden. Also irgendwo, also Motorschaden meine ich. Weil der zieht nicht mehr so gut durch wie gerade eben noch. Ficken. Die Zeit spricht gar nicht für mich. Weil sonst hätten wir jetzt sagen können, okay, ich könnte mich schon langsam auf die Flucht zu einem Spielerhaus oder so bewegen, aber das wird nicht gelingen. Oh Gott. Der ist ziemlich broke, was die Lenkung betrifft. Jetzt habe ich halt so einen scheiß RS4. Ja, die Fresse. Wo sie mir im Blaulicht kommen. Interessiert mich kein Stückchen, interessiert mich das. Fuck, jetzt hat er mir einen hinten mitgegeben. Alter, wenn die Cayennes immer aus dem Nichts hergeschossen kommen, ist halt schon übel. Oh Gott. So, ich bin der Mauerzerstörer in der heutigen Ausgabe. Zieh, verdammte Scheiße, zieh! Ups, das war nicht so geil. Das war überhaupt nicht gut. Das hat, jetzt muss ich doch mal kurz gucken. 30% Motor, okay. Das hat weh gemacht. Hätte ich vielleicht doch auch eher den Cayenne-Crash in Kauf nehmen sollen. Naja, egal. So, jetzt bin ich auf einer Straße, die sehr, 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 sehr lange leider überall hinführt. Aber nicht da, wo ich hin muss. Fuck, Alter, der war scheiße, Alter. Aber dass da auch gerade die Brücke war, okay, das war echt eine gute Straßensperre von den Cayennes. Oh Gott, ja, der 30% Motorschaden, der tut schon weh. Letzte Minute läuft. Meine Chance jetzt, mich irgendwie zu retten, aber das wird schwierig. Boah, die Lenkung ist komplett broke. Das Fahrzeug macht, was es will. Die nasse Straße hilft hier kein Stück. Eine lange vierte Gang auch nicht. Uah, da war der Aventador. Glück gehabt, der mich getroffen hätte. Also jetzt ein heftigerer Crash nochmal. Würde mich echt aus dem Spiel nehmen. So, mein Ziel ist aktuell, nach Broadway zu kommen und das Haus in Broadway nutzen. Das ist ja seit den letzten beiden Most Wanted-Ausgaben auch erlaubt als Zufluchtsort. Weil eigentlich ist ja die Regel nur Häuser, die man direkt von der Straße aus erreichen kann.
Ja, der scheiß Cayenne. Ich musste dem jetzt aber so ein bisschen reinfahren. Alter, das Auto ist komplett destroyed, ey. Ah, die können natürlich jetzt zusperren. Okay, haben sie nicht gemacht. Geil. Ich hab's geschafft! Yeah! Ja, mach ich mal. Yeah! Yeah! Hätte ich dich gerade noch gekriegt. Oh, Mann. Ja, du hast mich gleich noch so ein bisschen gestreift, ey. Fuck. Boah, mein Puls, Alter. Leck mich am Arsch. Ich bin so am Ende, Mann. Ey, aber ohne Witz, kaum war Andi raus. Ey, das hat von so mega lockerer, ich mach komplett unlustige Witze-Stimmung zu fuck. Und dann kommt gleich noch der M4, der mich sieht, so, der ist so, nein, scheiße. Das war ja letztes Mal auch so. Da war ich ja auch nach 30 Minuten, glaube ich, draußen bei einer vollen Runde. Und dann haben sie war so knapp. Ach, nicht geschossen. Knapp. Alter, ich zitter richtig. Scheiße. Das war so knapp, ey. Ich hab gesagt, so, fuck, nein, ich will jetzt endlich mal wieder als Racer mal nicht scheiße fahren. Ich habe mir heute auferlegt, nicht in die Telemetrie zu gucken, egal was ist. Einmal habe ich es jetzt doch gemacht, nachdem der Straßensperre, die war echt geil, da vor der Brücke. Ich hatte gar keine andere Wahl, entweder Straßensperre oder halt neben die Brücke, was auch nicht so geil war, weil das ging dann auf den Motor, weil ich ja quasi mit dem Arsch so mehr oder weniger an dieser Wasserding gelandet bin. Und boah, Alter. Geil, Alter. Das ärgert mich so, dass ich gerade verfehlt habe noch. Ich habe extra so durch die Büsche gezielt. Ja, es waren ein paar geile Cayenne-Moves, so, die jetzt aus dem Nichts kamen und so. Ja, wir haben uns prinzipiell versucht, immer hinter einer Kuppe oder hinter einer Kurve zu stellen. Ja, das ist ja auch gut so, ja, weil da und kannst du halt nichts machen. Dass du nicht frühzeitig siehst und noch nicht großzeitig vorher reagieren kannst. Ja, ey, das war auch mit dem Andi noch mal knapp. Der kam mit vollem Carraro mit dem Aventador. Hätte er mich da erwischt, da wäre ich raus gewesen. Der hat mich erwischt. Ja, das war halt in der Kurve. Der hat mich halt so Fast and Furious-mäßig wie mit dem Formel-1-Wagen so richtig abgeschossen in den Baum reingepfeffert, so richtig so. Boah, Alter. Krasser Scheiß. Krass. Aber eine Frage hätte ich trotzdem noch. Ich bin ja ganz am Anfang, bin ich ja beim VIP-Haus, habe ich mich ja direkt repariert, weil ja Andi raus war, durfte ich mich ja einmal reparieren. Und da war ja direkt ein M4 hinten dran. Da habe ich gedacht, gut, den hänge ich jetzt über den Schotterweg ab. Und dann habe ich gedacht, nee, pass auf, wenn ich den Schotterweg weiterfahre, weiß ja jeder, wo ich bin am Ende. Dann bin ich direkt wieder umgekehrt. Ja, wir haben. Und dann bin ich an dem Parkplatz oben raus. War das derselbe M4 oder war das ein anderer M4, der da auf dem Parkplatz war? Ein anderer. Ah, okay. Genau. Ich dachte schon, Alter, als ob der mitdenkt. Halt. So, ja, der wird bestimmt wieder zurückkommen oder so. Mit den Cayennes haben wir unten die Straße am See, also den Weg am See schon dicht gemacht gehabt. Wir haben schon gedacht, komm, jetzt ja, runter. Ich stand auch unten, weil die Anzeige war, Überleg mal, der M4, der zufällig gerade auf den Parkplatz fährt, wo ich auch rausfahre, er steht da nicht. Dann wartet ihr euch denn in Olmel. Das war derselbe. Das war derselbe. War doch derselbe. Ja, okay. Das war derselbe. Ja, vor allem das Lustige war ja, muss ich ja gestehen, einen Regelbruch begehen. Was? Ja, hat disqualifiziert. Nee, pass mal auf. Hätte ich den nicht begangen, hättet ihr gar keine. Gut, wäre die Runde nie geendet. Weil die Regel sagt ja so: Du darfst ja, wenn du eine aktive Verfolgung hinter dir hast, darfst du ja auf den Schotterweg gehen. Sobald du die Leute aber geschafft hast, abzuhängen, musst du ja, sobald du wieder auf den Asphalt fährst, musst du auf dem Asphalt bleiben. Das Problem ist, bei diesem Mortimer's Garden ist ja so ein Rundkurs-Asphalt, aber keine Zufahrt-Asphalt. Das heißt, ich war auf dem drauf und dachte so, fuck, ich bin hier eigentlich gefangen, wenn man es genau nimmt. Eigentlich, ja. Ja, und dann dachte ich so, nee, okay, komm, dann muss ich jetzt halt doch irgendwie wieder da runter und bin halt doch nochmal kurz den Schotterweg natürlich genutzt, weil sonst wäre es halt, ja, hätte nur dann geendet, wenn die Cayennes irgendwann mal auf die Idee gekommen wären, da mal hinzufahren. Weil ich hätte weder die Runde beenden können, weil da kein Haus ist, sonst noch was. Deswegen dachte ich, ja, nee, da muss ich jetzt dann doch mal ganz kurz die Regel nochmal brechen. Und dann habe ich gedacht, dann gehe ich jetzt da auf den Parkplatz und dann stand dann schon Empfangskomitee, also von dem her alles optimal. Ne? Ja gut, ich würde es aber trotzdem mal dabei belassen. Ich fand es eine sehr geile Ausgabe, weil wir halt einfach mal zwei komplett verschiedene Runden gesehen haben. Und wenn es euch gefallen hat, also an die Zuschauer, lasst gerne ein Däumchen nach oben da, checkt auf jeden Fall die anderen Sichten aus. Und zum Schluss kann ich nur sagen, während hier der Italia hier steht, das Blau ist verdammt geil, ey. Aber das stimmt. Wir sind raus. Also, tschö! Ciao. Ciao. Tschüssi.